Es rockt wieder in der Eifel. Mit zehntausenden Musikfans gemeinsam, ohne Einschränkungen. Und die Toten Hosen als Überraschung, als Edeleinheizer. In diesem Moment denkt hier keiner mehr an die vergangenen zwei Jahre. Und wenn, dann ist das der beste Moment, sie abzuschütteln. Es ist so geil! Endlich! Nach so vielen Jahren Corona! Ja! Endlich Spaß haben! Wenn man mich in 3 oder 10 Jahren fragen wird, was hast du in der Corona-Zeit am meisten vermisst? Menschen. Ich werde das hier zeigen. Festivals und Konzerte. Ja, ja, wir sind der Ring. Kaum eine andere Branche hat mehr unter den Corona-Beschränkungen gelitten. Viele Mitarbeiter haben andere Berufe ergriffen. Jetzt steht eine Konzertsaison mit ungewöhnlich vielen Events an. Veranstalter, Künstler und Fans holen jetzt alles nach. Ich würde mal sagen, wir Musiker stehen da noch irgendwie auf der besseren und glücklicheren Seite. Viel härter war das für all die Crews, also all die Leute, die mit diesen Shows zu tun haben und die eben nicht mit einem Mikrofon oder einem Instrument auf der Bühne stehen, sondern die die Bühne aufgebaut haben, die für den Sound sorgen, die für das Licht sorgen, die das ganze Zeug wieder abbauen, die das Essen dafür machen, die Konzerte organisieren. All die Leute haben halt einfach hardcore in die Röhre geguckt. Trotzdem scheint hier keiner lange zu brauchen, um wieder in Festivalstimmung zu kommen. Viele sind schon seit Tagen rund um den Nürburgring am Feiern. Bühnenmanagerin Nicole Rothen beobachtet einen großen Party-Nachholbedarf. Die Erfahrung aus meinen letzten Konzerten jetzt zeigt, die Leute die können das noch. Das Publikum kann Rock'n'Roll noch. Die wollen auch. Und ich meine, wir bieten ja diese Möglichkeit, das ist der Inhalt unseres Jobs, ist quasi den Leuten eine gute Zeit zu bieten und die Möglichkeit, ihren Alltag zu vergessen. 90.000 Besucher, die ihren Alltag vergessen wollen, hat der Veranstalter für das Wochenende angekündigt. Viele davon kommen mit den Tickets des vor 2 Jahren abgesagten Festivals. Auch viele Bands des damals geplanten Programms sind heute gekommen. Wenn man ganz fest daran glaubt, fühlt es sich am Ring also ein bisschen so an, als wäre dazwischen nichts gewesen.